Das heißt, die werden auch kommen, die wachsen auch langsam in den Kreis der Kunden hinein. Die haben auf einmal Leute, die sich mit den Themen auskennen. Die haben Leute, die ihre Teams kennen. Und die haben Leute, die ein Produkt verantworten. Wird nicht immer so sein. Da gibt es dann Möglichkeiten, jemanden dazuzustellen, jemanden bereitzustellen, der dem Product Owner helfen kann, wie das Framework funktioniert, wie Scrum funktioniert, wie er seine Anforderungen definiert. Aber grundsätzlich sollte der, wenn irgendwie möglich, und das bitte ich wirklich festzuhalten, aus dem Kreis von eurem Kunden kommen. Der schreibt die Anforderungen auf. Der erfasst alles, was die hier sagen. Der macht da erstmal noch keine Auswahl, sondern der sagt, okay, ich nehme alles auf, was ihr möchtet. So, und dann geht's. Ja, bitte. Spannend, was das der Kunde macht. Also viele Kunden, die ich so kenne, schaffen das einfach nicht. Wo ist das Problem, wenn es die Agentur macht? Also das Wenn die Agentur das macht, ist das Problem, dass derjenige, das ist ein Kommunikationsproblem, und zwar ein massives. Ich als Projektleiter bin früher zu dem Kunden hingegangen und habe gesagt, pass auf, wie sind denn deine Anforderungen? Dann hast du mir das irgendwie versucht darzulegen im Lastenheft. Jetzt ist es aber so, dass wir uns gar nicht kennen. Ich habe dich, mit Verlaub, tut mir leid, ich habe dich noch nie gesehen. Ist nicht schlimm, ich möchte dich auch gerne kennenlernen und vielleicht stimmt auch die Basis zwischen uns. Und vielleicht kriegen wir sogar einen gemeinsamen Weg hin, weil wir ein gemeinsames Interessensgebiet haben. Aber das habe ich nicht mit jedem. Vielleicht ecke ich mit demjenigen an. Wenn ich aber jemanden aus dem Kreis des Kunden habe, dann kennt er die Leute, dann weiß der um die Befindlichkeiten, der kennt die Historie von den Leuten. Der hat vielleicht schon, ist der 15 Jahre in dem Unternehmen, das ist eigentlich das Beste sogar, und kennt jeden Einzelnen und weiß, der ist ein bisschen Hypochonder, ja, die Sachen möchte ich aufnehmen, die möchte ich anfassen, aber der kann das schon filtern, der kann eine Vorfilterung für mich aufnehmen. Das kann ich, wenn ich als Projektmanager hinterher hingehe, kann ich das nicht. Da ist jede Stimme für mich gleich viel wert. Natürlich der Geschäftsführer, ich nehme mich jetzt mal als Beispiel, der ist Nilpferd-Taktik, auftauchen, Klappe aufreißen, wieder abtauchen, der hat die meiste Kohle in der Tasche und mehr oder weniger den meisten Einfluss, was oftmals gar nicht stimmt, weil die Influencer andere sind. Der kennt die aber. Der weiß, wer hat das Ziel, wer ist zielstrebig von denen, wer hat eine Vision dafür, wer hat es weitergebracht. Der kennt sogar, wir haben das gestern in der Session gemacht, der kennt die Leute mit hohem Interesse an dem Produkt und mit hohem Einfluss. Der kennt auch die Leute mit niedrigem Interesse. Und der kennt die Leute mit niedrigem Einfluss und hohem Interesse. Das heißt also, der kann die einteilen, diese Stakeholder, was ich nicht kann. Ich gucke den erstmal vom Kopf. Ich habe hier so eine Gruppe von Stakeholdern vor mir sitzen und ich weiß überhaupt gar nicht, was eure Interessen sind. Wenn aber du als Geschäftsführer hingehst und sagst, ich kenne meine Leute, ich weiß genau, auf wen ich mich verlassen kann, das ist der PO. Deswegen ist es sinnvoller, den PO aus den Reihen zu wählen. Was der technisch machen muss, wie der dieses Dokument hier füllt, wie der dieses Artefakt füllt, wie der priorisiert, das sind Sachen, die kann ich dir mit an die Hand geben. Das ist auch das, was ich mache, wenn ich Leute einstelle. Ich gucke, was können die sozial, welche sozialen Kompetenzen haben die. Das Fachliche, ja, das ist schön, wenn der PHP kann, wenn der PHP Storm schon gemacht hat, am geilsten, wenn der entwickeln kann, wenn der Xbase Fluid alles voll drauf hat. Aber das ist genial, wenn der sozial in einem Team passt, dann kann ich dem das andere anarbeiten. Und das ist genau das Thema. Der passt sozial in dieses Team, der kommt raus, der kennt die Leute. Und das Fachliche kann ich dem beibringen, wenn ihr noch kein gelernter PO ist. Kommen wir zum nächsten Scrum-Begriff, das Backlog. Viele sagen, das ist das Lastenheft des Agilen. Das stimmt in Ansätzen, aber ein Lastenheft hat nicht diese Klarheit und diese Offenheit. Ich möchte hiermit symbolisieren, dass das nach unten offen ist. Alle Anforderungen gehen hier rein und werden von dem PO nach sortiert nach oben. Und das ist das Einzige. Das Wichtigste steht oben. Das Wichtigste kann alles sein. Der kann sagen, mein Geschäftsführer findet ganz wichtig, dass die Seite total toll designt ist, Usability, responsive. Dann geht das ganz nach oben. Dann geht dieser Punkt nach oben. Das ist dann das Wichtigste, die Wertigkeit. Sinnvoller wäre zu sagen, okay, unsere Zielgruppe, die steht auf verspielte Sachen, die möchten responsive, die sind in der U-Bahn unterwegs. Dann wäre das eine Wertigkeit, hätte der ein Value daran. Wenn er nach Geschäftsführer entscheidet, okay, dann tut er das, das kann ich nicht beeinflussen, das soll er dann tun. Sinnvoll ist es natürlich nach Wert. Das ist im Scrum, wird das genannt Value zu entscheiden. Das heißt, was hat den höchsten Wert von diesen ganzen Anforderungen? Was gibt irgendwie vielleicht auch direkt eine Monetarisierung zurück? Wir vergessen das oftmals gerade in der Entwicklung, dass die Seite, das Produkt, was wir machen, auch Geld für den Kunden wieder zurückspielen muss. Und was tut das am meisten?
muss ich Abonnenten generieren, muss ich organische Suche generieren und das sind so ganz so viele Themen. Danach kann der alles sortieren. Hier in dieses Backlog, schreibt das auch oben drüber. Kommen User Stories. Der weiß nicht, dass ich für die Suchmaschinenoptimierung die Header Lifetime der Seite generieren muss. Ist dem auch egal, das soll er auch nicht wissen. Sondern der soll wissen, als Suchmaschine möchte ich eine lesbare Seite vorfinden, um den Content leicht indexieren zu können. Dann habe ich tatsächlich schon einen User Story, weil das ist die Suchmaschine, eine Suchmaschine möchte ich. Und das schreibt er da rein. Habe ich entweder ein Value oder eine Priorität oder arbeite ich mit beiden Faktoren? Du hast tatsächlich nur, also deine Priorität ist die Reihenfolge und die Priorität, welche du setzt, ist egal. Ob das ein Value ist, ob das die größte Klappe im Unternehmen ist oder sonst irgendwas, das ist egal. Es gibt nur eine Priorität und das ist die Reihenfolge in dem Backlog. Das Oberste ist das Wichtigste. Das Wertigste sollte es sein. Im Optimalfall ist es das auch. Er schreibt eine User Story. Eine User Story wird immer so aufgebaut, als XY möchte ich das und das tun, um das zu erreichen. Mehr muss der gar nicht tun. Das heißt, er schreibt Prosa. Was da an Technik dahinter steht, ist völlig irrelevant. Und wenn ich dann diese Prosa habe mit einer User Story, als Abonnent möchte ich mich im Premium-Bereich der Webseite einloggen können, um meine Premium-Inhalte zu sehen, um meine Daten zu ändern. Das kann er schreiben, das kann jeder schreiben. Da braucht ihr keine Technik dafür, bitte. Ich habe das Gefühl, das wird dem einfach zu blöd sein. Als Suchmaschine will ich das und das, das wird doch kein... Doch, genau das machen die. Und das ist, weil da die Kommunikation steht. Die Kommunikation ist klar, wie sie laufen muss und die funktioniert mit den Entwicklern nachher, weil dann eine User-Story rauskommt, wo man das nachtesten kann. Das sind auch die Testfälle. Ich muss nicht vorher hingehen und Testfälle generieren, sondern das ist der Testfall als User. Okay, ich bin ein User, ich gehe auf die Webseite und kann mich einloggen. Kann meine Premium-Inhalte sehen, ja? Die Frage ist ja nicht unbedingt, ob das sinnvoll ist. Das ist bestimmt sinnvoll, aber ob ich den so weit kriege, dass der solche Prosa schreibt, da habe ich Zweifel. Also es ist, wir gehen dann auch tatsächlich wieder, müssen wir nachher nochmal kurz drüber sprechen, über agile Projekte und klassische Projekte. Wenn ich mit einem Kunden ein agiles Projekt mache und der das wirklich so möchte, dann gibt es ein paar Regeln, die befolgt werden müssen und dann muss er das so füllen. Das ist auch das Wichtige. Geht ihr in die agile Entwicklung und sagt, ihr macht Scrum, dann gibt es Regeln. Es gibt Regeln für die Entwickler, es gibt Regeln für den Kunden. Jeder Entwickler hat immer danach gefragt, ich möchte endlich mal meine Ruhe haben und nicht den ganzen Tag angerufen werden. Die kriegst du. Okay, die kriegst du. Aber du hältst deine Sachen ein, du hältst die Reihenfolge ein, die der Kunde vorgegeben hat. Wir kennen das, also ich kenne das aus meiner Erfahrung. Der Entwickler sagt, oh cool, das ist ein geiles Feature, das mache ich als erstes. Das ist dem echt unwichtig, weil das ganz unten steht. Der möchte das als erstes. Oh, aber das ist so Standard, das machen wir immer. Ja, und das muss gemacht werden, das ist das Wichtigste für den Kunden. Also das sind so die Regeln, die einzuhalten sind. Und wenn ich den PO, wenn die sich committen darauf, das zu machen, wenn die das mit mir machen wollen, dann macht er das auch. Nächster Schritt. Der hat das jetzt gemacht. Ich habe hier oben das ein bisschen feiner definiert und hier unten ein bisschen ausweitender, weil dieses Backlog lebt. Das ist kein Lastenheft, das ist nicht zu. Sondern das Backlog kann immer weiter aufgefüllt werden. Und zwar sage ich euch gleich wie lange. Hier oben, diese User Stories, die sind refined, die sind mit dem Development Team besprochen. Das macht auch der. Da sitzt kein Projektmanager mehr dazwischen, da sitzt niemand mehr im Haus dazwischen, der übersetzt zwischen PO und Development Team. Will ich nicht mehr haben, sondern die sollen direkt kommunizieren. Direkte Kommunikation, A und O, Face-to-Face-Kommunikation. Am besten sitzt der einmal alle zwei Wochen Minimum bei dem Development-Team und guckt ihm ins Auge. Die sind refined, das heißt, die sind schon klar, die sind klar im Business, es gibt noch ein paar Anforderungen dazu. Das heißt, ich habe die User-Story, ich habe dann, das ist erfüllt, wenn der User sich einloggen kann, wenn der User Premium-Inhalte sieht, wenn der User seine Daten ändern kann. Ich muss das nicht feintechnisch ausformulieren, weil das auch egal ist. Wenn ich gehe in der Entwicklung von Scrum, Agile Technik, immer davon aus, dass es nachhaltig ist, dass es Continuous Integration gibt, Test-Driven Development, dann muss der aber nicht für sorgen. Das sind alles Themen, die gehen, muss der nicht für sorgen, die gehen. So, jetzt kommen wir zur Kommunikation mit dem Development-Team. Ist das ein Team? Einmal. Ich bin schon viel
Spieleagenturen gekommen, die haben gesagt, da arbeitet unser Development-Team dann mal. Da komme ich da rein. Das ist da ein Mannequin im Keller. Ein Mann ist kein Team. Da sitzt noch eine Frau dabei. Haben wir jetzt ein Team? Frontend-Entwickler und Backend-Entwickler. Auch das, zwei Leute sind noch kein Team. Wenn ihr zwei Leute zusammensetzt, sie können sich immer irgendwie committen. Da kommt keine Spannung auf, keine Diskussion. Die werden sich immer irgendwie arrangieren. Zwei Leute sind kein Team. In der agilen Welt gilt, 3 bis 6 Leute als agiles Team. Die sind interdisziplinär. Das heißt, ich habe hier einen Backend-Entwickler, ich habe einen Frontend-Entwickler, ich habe einen Requirements-Engineer, wenn ich das möchte. Ich habe einfach jemanden, der die Anforderungen kennt. Ich habe einen Tester, ich habe einen Datenbank-Analyst, ich habe einen DevOps. Oder ich teile sie anders auf. Aber Sie müssen die Aufgaben, die hier in den obersten Backlog-Items stehen, müssen Sie erfüllen. Das heißt, Sie müssen das Know-how in diesem Team haben, um das zu schaffen. Wenn das der Fall ist, habe ich ein interdisziplinäres Team geschaffen und das ist das Development-Team. Das ist die zweite Rolle im Scrum. So. Jetzt gibt es ein Meeting zwischen denen. Das heißt Sprint Planning. Was ein Sprint ist, komme ich gleich dazu. Ich plane im Prinzip die nächsten 2 Wochen Arbeit. Ich sage es mal in 2 Wochen. Der hat dafür gesorgt, dass ein Großteil der Backlog-Items so fein ist und so ordentlich beschrieben ist, dass die das übernehmen können. Und dann gehen die hin und sagen, sie haben, jetzt kommen wir zum zweiten Artefakt im Scrum. Ich habe ein Sprint Backlog. Und dann sagen wir nehmen uns jetzt die erste User Story. Okay. Dann reden die darüber, dann legen die sich dazu Untertickets an Subtasks. Das kann man in Jira machen, aber praktischerweise macht man das tatsächlich an einer Taskboard. Weil das transparenter ist. Das ist besser verständlich, dann muss ich mich nicht mit der Technik rumschlagen. Ich bin sowieso ein Freund davon, in den Planungen, in den Meetings, schlagt euch nicht mit Technik rum. Lasst die Laptop beiseite. Macht die Meetings so, dass es für jeden verständlich ist. Haltet das natürlich fest an einem Taskboard. Ich habe so eine Wand, tatsächlich so eine Magnetwand von früher noch mal aus dem Keller gekramt und macht damit Magneten die Cards dran. Dann könnt ihr die hin und her schieben. Super. Klasse Sache. Die ziehen sich das erste ins Sprintback und sagen, okay, wir brauchen da die und die Zeit dafür. Wir kriegen die 2 Wochen aber noch mehr rein. Cool. Das nächste. Das Gleiche, sie diskutieren darüber, stellen denen vielleicht nochmal Fragen, weil noch nicht ganz alles klar ist oder sie nicht darüber gesprochen haben. Das heißt, Kommunikation an der Stelle ganz wichtig. Eine Frage schon dazwischen? Ja, ja. An der Stelle werden also dann die Anforderungen feinspezifiziert, weil ich meine, du hast ja am Anfang von der User Story gesprochen. Genau. Ein User kommt auf die Website und möchte sich anmelden. Genau. So, jetzt wissen wir alle, die Anmeldung auf einer Website kann auf 100-fache Art und Weise passieren. Genau. Ne? Von easy, ja, du bist sofort drin und musst nichts mehr tun, bis zu Sicherheitsanforderungen so mega und das ist mega komplex. Das kennt der ja noch, der hat ja ein Anforderungsmanagement gemacht, das heißt, der weiß, ob der ITler aus der Datenschutzabteilung viel mehr braucht als nur eine einfache Anmeldung, der braucht eine 2-Faktor-Authentifizierung, besonders mit einem speziellen Authentifizierungscode-Token, wie auch immer. Mhm. Kommt das also jetzt im Backlog zu der User-Story? Genau, das ist ein Anforderungskriterium, was er dazu schreiben kann. Mhm. Okay. Wie das umgesetzt wird nachher technisch, ja, das steht nicht darin, sondern okay, das steht nachher als Untertask dazu, das machen die sich da dran. Diese Sprintplanung geht 4 Stunden. Ihr sagt jetzt 2 Wochen, in 4 Stunden zu planen, ist eine ganz schön harte Aufgabe. In den ersten 3 Sprints wird das ganz knapp funktionieren. Ihr müsst es aber trotzdem cutten. Das heißt, ihr müsst nach 4 Stunden Ende machen. Das wird sich einschleichen. Wir haben vor kurzem Sprintplanung gemacht von 1 Stunde mit einem Product Owner, der zugegebenermaßen schon 20 Sprints mit uns gemacht hat. Aber wir haben das in 1 Stunde gemacht, weil die auf einmal miteinander kommunizieren, die kennen ihre Wege, die wissen, okay, dann machen wir das so und so, ja, genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Die kriegen einfach einen Draht zueinander, die kriegen eine fachliche Perspektive und der erfährt tatsächlich auch ein paar fachliche Sachen, die für ihn wichtig sind, um das einzuschätzen, was die tun. Wir machen das jetzt mal voll. So. Noch eine Frage? Ja. Entschuldigung. Gerne. In dem Dev-Team sind alle gleichberechtigt? Ja, ganz wichtig. Okay. Es gibt nicht einen, der den Hut auf hat an der Stelle. Das ist ganz wichtig, jeder hat die gleiche Stimme. Egal wie lange der da drin ist, egal wie lange der im Haus ist,
natürlich entwickeln sich, das ist ein Team. Es gibt einen Teamleader, der sich irgendwo entwickelt, jemand, der mehr extrovertierter ist, der eine Präsentation macht. Das soll das Team aber für sich machen. Das ist ein selbstorganisierendes Team. Das ist eine eigene Einheit. Die werden nicht bestimmt durch den Scrum Master, nicht durch den Product Owner, nicht durch den Geschäftsführer. Die arbeiten selbstorganisiert. Und wenn die jemanden finden, der für die eine Präsentation macht, nachher vor dem Product Owner, dann ist das so super. Das ist eigenmotiviert. Das ist intrinsisch. Das heißt, die wollen das machen. Und jetzt kommt das Nächste. Was habe ich von Entwicklern immer wieder gehört? Du hast mir viel zu viele Aufgaben für die Zeit reingeschrieben. Kann ich gar nicht schaffen. Ich rede 4 Stunden mit dem darüber, warum die Aufgaben zu schaffen sind. Aber die 4 Stunden haben wir 2 Leute verbrannt und ich brauche keine Mitarbeiterstunde ausrechnen, das ist irre. Ich habe mich früher als Projektmanager mit jedem Einzelnen dann auf einmal die 4 Stunden unterhalten oder 2 Stunden oder sonst etwas. Da ist Zeit bei draufgegangen, wir haben Zeit verloren. Und einfach zu sagen, jetzt machen, das ist nicht mehr der Fall. Ich drücke denen gar nichts mehr auf. Sondern das Coole daran ist, die nehmen sich das. Der bestimmt zwar die Reihenfolge, aber die nehmen sich Happen für Happen und sagen, das kriegen wir noch rein. Und jetzt ist das Entwicklerteam auf einmal dazu angehalten, die wollen das. Die wollen das fertig schaffen, was hier besprochen ist für die 2 Wochen. Und 2 Wochen sind überschaubar, deswegen auch dieser Rahmen. Man kann Sprints machen, aus der Literatur geht hervor, von 2 bis 4 Wochen. Für Webentwicklung habe ich festgestellt, und für unser Team passt es einfach am besten, dass wir mit 2 Wochen Entwicklungszeit gut laufen. Ändert diesen Zeitraum bitte nicht. Wenn ihr mit Sprints anfangt, macht nicht 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, wieder 2 Wochen Sprint, sondern immer kontinuierlich das Gleiche. Die lernen nämlich auf einmal, wie viel sie in 2 Wochen schaffen. Ich bespreche mit denen vorher, wie viele Arbeitstage habt ihr denn? Wie viel Urlaub ist da drin? Wie viele Schulungen? Wenn ich einen Auszubildenden noch dabei habe, eine Berufsschule-Tag. Und dann ziehen wir die ab und dann sagen wir, okay, das ist eure Zeit, die ihr haben werdet. Krankheit mal ausgenommen. Und dann wissen die, okay, 2 Wochen sind aber überschaubar. Ich kann auch 2 Wochen absehen, aber ich kann keine 1,5 Jahre absehen für ein Projekt. Ja. Oft ist das ja so, dass man 2 oder 3 Projekte irgendwie an mehreren Projekten arbeitet. Sind diese Sprints dann immer exklusiv, dass ich immer für das eine Projekt? Oder wird das genauso gemacht wie mit dem Urlaub oder so, dass ich dann halt was weiß ich? Sprints sollten so exklusiv wie möglich sein. Und diese 6 Leute sollten am besten ein Sprintteam bleiben. Weil das ist diese Forderung aus dem Entwickler, dass jemand immer wieder hört. Ich möchte fokussiert an dem Ding arbeiten, ich möchte nicht eine Stunde wieder rausgerissen werden, Anruf dazwischen oder ich muss mich auf Neues konzentrieren. Dadurch geht so dermaßen viel Zeit verloren. Wenn ich denen aber sage, ihr habt jetzt, ich muss ja sagen, ich habe nicht die 8 Stunden am Tag, sondern wir haben 7 Stunden bei uns im Haus definiert, weil wir festgestellt haben, es gibt ein paar Sachen, die sind auch bei laufenden Systemen drin, die müssen von dem First Level Support nochmal angefragt werden. Ihre E-Mails am Tag checken. Dafür haben wir 1 Stunde bis maximal 1,5 eingeplant für den Tag. Die restliche Zeit ist konzentriert. Aber die machen das einmal am Tag. Und nicht alle 5 Minuten, wenn die E-Mail reinkommt. Das kann man wieder nicht nachhalten. Das heißt, ich sage denen, ihr macht das vor eurer Arbeit, das dürfen die selber entscheiden, oder ihr macht das nach eurer Kernarbeit in der Sprint-Team. Dann haben die so ein bisschen flexible Arbeitszeiten, die sie sich einplanen können. Die müssen das, aber können die selber besprechen, wann sie das machen wollen. Die machen ihr Outlook zu, die machen ihr Jira zu, die arbeiten für die Zeit konzentrierter. Ich habe auch schon mal Notfälle gehabt, wo der Server weg war und offline. Aber das ist so selten. Man kann mit jedem Kunden immer sprechen, ja, muss das denn jetzt sofort sein oder können wir das regeln? Wir haben noch jemanden davor sitzen. Das heißt also, diese 6,5 bis 7 Stunden voll konzentriert auf genau diese Aufgabe, auf das Projekt, die müssen in einem Raum sitzen, ganz wichtig, die dürfen nicht in Einzelbüros sitzen. Das nennt sich in der Agilität der War Room. Ich nenne das lieber Sprintraum, das ist ein bisschen seriöser. Aber trotzdem, die diskutieren auch immer. Und ich merke, je länger die miteinander arbeiten, der Backend-Entwickler spricht einmal mit der Frontend-Entwicklerin. Früher hat die Frontend-Entwicklerin das Ding in Typo 3 gesetzt und der hat einfach mal so gedacht, ja, die Funktion wird wahrscheinlich so aussehen. Und dann sagt die auf einmal, ey, was machst du denn da? Das ist ja Usability total für einmal. Früher ist das rausgekommen, als wir beim Kunden saßen, da haben wir das präsentiert, dann sagt er, ey, hör mal, das ist aber so, haben wir das nicht mit deiner Frontend-Entwicklerin besprochen. Und jetzt sitzen die zusammen, machen das zusammen. Die arbeiten auch meistens an einer Funktion gleichzeitig. Das heißt, einer macht die Funktion, einer macht die Frontend-Entwicklung dazu. Das ist eine Herausforderung für die Entwickler. Das müssen die lernen. Aber der eine sagt, ich mache gerade die Funktion rein, die Validierung von Formularen. Und dann sagt die, okay, ich mache dir das Design für die Formulare, die du da gerade machen musst. Und dann sind die direkt zusammen und haben direktes Feedback dazu. Wenn wir das machen, dass der das umsetzt und die dann nachher nochmal drauf guckt, dann sagt er, ich bin aber gerade an was anderem dran, jetzt muss ich wieder ein, dann habe ich wieder den Fokus verloren. Vertikales Arbeiten über die
Disziplinen hinweg. Ganz wichtig. Fokussiertes Arbeiten. Ich habe jetzt die ganze Zeit über den Sprint gesprochen, ich male jetzt nochmal auf. Wir reden in der Agilität immer von Timeboxen. Eine Timebox ist ein Zeitraum für Meetings, dessen mit einer Maximalzeit versehen. Ich sage, ich mache eine Stunde Meeting, dann habe ich einen Start und ein Ende. Wenn das Ende früher ist, ist es schön. Wenn ich nach einer halben Stunde fertig bin, ist super. Das ist aber niemals eine Stunde, eine Minute. Das gibt es nicht. Wenn ihr Timeboxen macht, werdet ihr feststellen, diese sozialen Sachen, Smalltalk am Anfang von einem Meeting, das mit Kunden, ja, natürlich muss man mit Kunden auch Smalltalk halten, das ist einfach eine Vertriebsgeschichte, aber ich muss das nicht im Team machen. Die sehen sich in der Küche, die sehen sich in der Mittagspause, ich muss nicht die Zeit von dem Team, von dem Scrum, von dem Product Owner, Scrum Master und vielleicht noch Stakeholder verbrennen, um irgendwie zu erfahren, dass sein Kind die letzte Nacht schlecht geschlafen hat oder der Hund gerade im Krankenhaus liegt, was auch immer. Das gibt es nicht mehr. Und auch zum Schluss, man merkt zu einem Schluss von einem Meeting immer so, okay, wir haben ja noch Zeit, das geht so ein bisschen raus und jetzt können wir noch ein bisschen quatschen und hier noch ein bisschen Kekse. Ende. Die bringen die Termine zu Ende, das ist eine Timebox. Und dann werdet ihr feststellen, die Stunde ist jetzt rum und die zwei haben noch gar nichts gesagt. Und dann sitzen die da. Wir wollten aber eigentlich noch, ich sage, ja, Leute, ihr müsst euch mal ein bisschen am Riemen reißen, teilt euch eure Arbeitszeit ein, eure Redezeit. Wir haben die Sachen besprochen, ihr habt währenddessen nichts gesagt. Wichtigste Regel, Schweigen über Zustimmung. Das ist das Erste, was ich, wenn ich ins Team komme, wenn ich mit dem Kunden spreche, wenn ihr mich anschweigt, ist das eure Zustimmung. Und dann fangen die Leute an zu reden. Das ist wirklich ein interessanter, sehr schöner Effekt. Die einzige Timebox, die nicht kürzer sein kann, ist dieser 2-Wochen-Sprint. Das ist eins von den 5 Meetings, die es im Scrum gibt. Und das ist immer 2 Wochen. Und wenn ihr voll agil arbeitet, 100%, dann ist das Ende dieses Sprints der Anfang vom nächsten. Und so weiter. Nachhaltigkeit ist wichtig. Die sollen sich das hier nehmen, was sie in den 2 Wochen schaffen können, nicht was sie schaffen könnten. Ja, wenn es ganz gut läuft, will ich nicht hören. Wenn es ganz gut läuft, dann schmeißt er die unten und 2 wieder raus. Sind wir jetzt bei, wenn es normal läuft? Okay, wenn es normal läuft, kriegen wir das hin. Ich sage, wenn es super läuft, dann können wir das noch nachziehen. Das ist hier agil, wir können reagieren. Aber da möchte ich bitte das drin haben, was ihr schaffen könnt. Weil wir danach wieder anfangen. Ich kann keine technische Schuld mittragen. Ich kann nicht sagen, 50% oder 80%. Habe ich die ersten Sprints gehabt. Wir haben hier 10 Backlog-Items drin. Ja, da sind wir 80% fertig, da 50, hier 40, das ist komplett fertig, hier 30. Ist doch wirklich. Das heißt, wir haben nicht geschafft, das ganze Ding geht wieder zurück ins Backlog. Der Sprint war nicht erfolgreich. Wenn mal eins zurückgeht, weil es Sachen gibt, sage ich nicht, dass der nicht erfolgreich war, sondern kommunizieren wir das sehr transparent, dann geht es mit dem Product auch mal wieder zurück, das Letzte. Aber das Letzte, ja. Nee, was für Gefühle dann das ändern. Ja, es geht um das Letzte, was dann zurückgeht und nicht das Ganze. Aber diese Mentalität von 50, 80, 30, 20, 40, das ist früheres klassisches Projektmanagement, klassisches Arbeiten. Der arbeitet an einem. Sie sagt, ich muss auf den warten, bis das fertig ist. Nee, will ich nicht mehr. Arbeitet bitte gemeinsam daran, bis das fertig ist. Und ihr fangt mit Prio das Erste an. Natürlich ist der Entwickler dann hier fertig und kann mit dem Nächsten anfangen. Das will ich nicht sagen. Aber der Fokus ist immer und jeden Tag immer auf das Erste, was noch nicht fertiggestellt ist im Sprint-Backlog. Ja? Aber wann ist es denn fertiggestellt? Wenn du das schon gesagt hast, mit Ablageprozess nach dem Sprint? Das kommt noch. Für die ist das erstmal fertiggestellt, wenn die Ready, ich sehe ganz oft, das ist Definition of Ready. Definitiv wie Entwickler ganz, also ich bin selber Entwickler, ja. Aber ich sehe andere Entwickler und manchmal mich selber auch unmöglich als Frau. Ja. Ist so. Also ich denke irgendwie, das ist fertig, weiß aber nicht. Dafür gehört hier dieses Team auch ein Tester. Jemand, ein User, ein Endanwender, der das anwendet und durchprobiert und durchtestet. Das ist die gehassteste Rolle gewesen bei unserem Team am Anfang. Weil die denen sofort gezeigt hat, das ist gleich fertig. Jetzt ist ich logge mich hier ein, das geht nicht. Ja, dann musst du das und das. Versteht doch kein User. Dann kommt der Frontend-Entwickler, nee, das versteht wirklich kein User. Okay, wir haben eine Diskussion, bitte nochmal. Und der testet auch vertikal. Wenn die sagen, das ist fertig, dann geht der Tester hin und geht das durch, dann ist es nicht fertig. Die
haben dafür Sorge zu tragen, das zu schaffen. Das ist in den ersten Sprints echt hart. Wie gesagt, das ist ein, da muss man sich reinfinden. Und das, man muss einfach wissen, dass da Diskussionen entstehen, Reibungspunkte entstehen zwischen denen, dem PO und dem Scrum Master, der da gleich noch dazu kommt. Aber das bringt Erfolge irgendwann. Und irgendwann haben die was fertiggestellt, was fertig ist, auch für den Kunden. Wir kommen übrigens noch zur Motivation, warum die das auch gerne fertigstellen wollen, korrekt. Vor allem ist es, also die Konflikte sind ja auch in einem Stadium, wo das für beide Seiten erträglich ist. Genau. Das ist, also wenn ich sage, das ist okay, am Anfang diese Konflikte auszutragen, genau, kann auch der Kunde, ja, und dann gut mit leben. Am Ende. Unser Risiko ist immer diese 2 Wochen. Wenn ihr in größeren Projekten denkt, wofür Scrum gedacht ist, dann sind 2 Wochen Risiko tatsächlich ein minimales. Minimal ist relativ, also man kann auch mit Projekten anfangen, die 5, 6 Sprints haben, dann ist ein 2 Wochen Sprint, der versaut ist schon dramatisch, aber das wollen wir ja nicht. Aber wie gesagt, das Hauptrisiko sind 2 Wochen. Scrum macht eure Entwickler nicht schneller und besser und viel intelligenter. Wie soll das ein Framework tun? Was Scrum macht, die Probleme frühzeitig offenlegen. Das ist Transparenz, das ist die Lupe von einem, und das macht der PO. Der sieht ja den Sprint-Backlog. Der weiß, was die gemacht haben. Der sieht das zu jeder Zeit. Und jetzt habt ihr auf einmal eine Transparenz eurem Kunden gegenüber, weil der PO vom Kunden ist, mit der ihr auch leben müsst. Ja. Das größte Problem muss aber der Product Owner sein. Weil wie viele Kunden sagen, ich will eine Webseite haben, und mit einem anderen lasst mich in Ruhe. Der sagt dann vielleicht, agil, agil ist toll, das muss ich haben. Dann sage ich dir klassisch, wir reden hier nicht über agil. Du kannst mit mir, wenn du sagst, dir ist es egal, du willst einfach nur eine fertige Webseite, dann sind wir im klassischen Bereich. Machen wir auch noch. In unserer Agentur, ich habe ein komplett agiles Sprint-Team, Typo 3, wenn aber ein Kunde dazu kommt und sagt, ja, agil, habe ich schon mal gehört, macht das auf jeden Fall so, ich möchte aber boom, 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 Festpreis und ich möchte es aber am Ende fertig haben, möchte mich nicht kümmern, ich möchte keine Zeit mit euch verbringen, ich möchte mein Lastdepp runterschreiben, bitte, dann sind meine Regeln nicht eingehalten. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Das hat Regeln für den Kunden und für das Team. Wenn die eingehalten sind, eigentlich ist Scrum ein großes Kommunikationsregel-Framework, weil das das Hauptproblem ist. Das höre ich auch immer wieder, das habe ich jetzt auch hier in den, gestern schon ein paar Mal gehört, Kommunikation ist das A und O. Wenn ich aber Regeln an Kommunikation habe, die habe ich hier, der muss da sein. Wenn der zu dem Sprintplan nicht da ist, findet der Sprint nicht statt. Ich habe, die waren natürlich etwas angesickt, dass sie jetzt in den nächsten 2 Wochen sich was anderes suchen mussten. Aber ich habe einen Sprint schon mal abgebrochen, weil der gesagt hat, ihr wisst ja, was zu tun ist, ich kann heute nicht kommen, ich habe jetzt was anderes Wichtiges. Dann ist dir das Projekt anscheinend nicht so wichtig, wir schieben das nach hinten, sag uns, wann du wieder Zeit hast und dann plane ich dir das Sprint einmal. In den nächsten 2 Monaten wird es nicht so viel Zeit haben. Aber ich muss dem auch klar machen, dass der nicht mit mir rumtanzen kann. Und vor allen Dingen für die nicht. Also als Scrum Master muss ich die unterstützen, ich muss denen den Rücken frei halten, ich muss genau sowas verhindern. Und wenn der Kunde aber von Anfang an zu mir kommt und offen sagt, ich will ein fertiges Produkt, dann sage ich, okay, kein Thema. Ich mache dir eine klassische Planung, Gantt-Diagramm, plane das durch, mache eine Lasten-, Pflichtenhälfte, zahlst du wahrscheinlich 20% mehr, als wenn wir es im Agilen machen. Das sind übrigens Werte aus der Literatur, die nachgewiesen sind. 20% kostet dich ein klassisches Projekt in der Softwareentwicklung mehr, weil sich ganz am Anfang viele Leute zusammensetzen, Workshops machen, Lastenhälfte, Pflichtenhälfte schreiben, Angebote schreiben. Lass uns doch mal diese 2 Monate Arbeit direkt in produktiv umsetzen. Wenn ihr zu mir sagt, wir setzen uns jetzt mit 10 Leuten dran und machen, lass uns, gib mir doch mal 3 Leute für 2 Wochen. Damit machen wir mal eine Entwicklung. Und dann haben wir einen Prototypen für dich, der klickbar ist, im Typo 3 schon implementiert. Ich habe einen Frontentwickler, Backentwickler dran. Da hast du schon dein erstes Feeling, du kannst es schon mal anfassen. Dann sagen die, oh cool, das will ich aber sehen, da bin ich interessiert. Wenn du die nicht mehr zurückkriegst, bleib bei klassisch, ganz klar. Aber du leistest schon Überzeugungsarbeit. Ja, weil du davon überzeugt bist, willst du es natürlich auch den nahebringen, das so durchzuführen. Ich werde ihn nicht zwingen dazu. Das ist auch gar kein Fall. Aber ich bin davon überzeugt, dass Softwareentwicklung damit besser und einfacher funktioniert, schon besser ist und das für alle nachhaltig ist. Dass wir nicht zum Ende des Projektes in der letzten Woche 70 Stunden in der Firma schieben müssen, damit das Ding noch fertig wird. Das passiert nicht mehr bei dem Vorgehen. Aber das heißt doch, ich muss dem Kunden verkaufen, pass mal auf, für einen Teil deiner Kohle, die du hier reinsteckst, da wissen wir doch gar nicht, was du kriegst. Nee, das ist nicht wahr. Der weiß, was er kriegt. Der kriegt dir das hier. Das ist ja in der Sprint. Ja, du sagst, das Backlog ist offen. Das heißt also, ich kann mal wieder neu reinbringen. Genau. Ich
muss ja einmal irgendwo eine Grenze haben für mein Budget. Und gibt es auch, ja, es gibt Budgetgrenzen. Ich mache mal hier von der Seite so. Es gibt auch die Grenze. Ich habe auch eine Zeitgrenze. Gibt es ja auch. Natürlich gibt es die. Wichtig an der Stelle ist, also gehen wir nochmal einmal einen Schritt zurück, dass hier oben die wichtigsten, die wertigsten Sachen drinstehen, die für den am massivsten Geld bringen. Es gibt hier diese Wertigkeitskurve. Ich mache das mal hier an. Hier haben wir die Zeit und da haben wir den Value. So, ich habe hier ein Maximal-Value, wenn alle Backlog-Items erfüllt sind, wenn irgendwann alles gemacht ist. So, ich gehe aber mit dem Wert, die ersten Sachen sind sehr steil und dann gehe ich so ein bisschen da hin und gehe nur langsamer, weil so viele von den Sachen, die da unten drin stehen, sagen Entwickler auch immer, boah, da brauche ich jetzt 5 Stunden für eine Linie da einzuziehen, für einen Pixel noch verschieben oder 2 Pixel, ich muss das ganze Grid ändern, höre ich immer wieder. Dann sage ich dem Kunden, pass mal auf, vielleicht sind wir hier doch ganz gut. Überleg doch mal, vielleicht ist das hier, was du hier noch haben möchtest, vielleicht ist es überhaupt nicht so wichtig, wertig, guck mal, da brauchen wir jetzt so und so viel Zeit für und Geld, um den Wert zu erreichen, den du brauchst. Das lohnt sich da nicht mehr. Das heißt, ich habe hier so eine Zeit- und Euro-Value, den ich schon auch ans Backlog machen kann. Wenn der sagt jetzt hier, wir haben ganz wichtiges, auch unsere Konkurrenz hat das gemacht, das muss hier oben rein. Sag ich, das ist cool, machen wir. Da rein, das ist ja noch, ist noch nicht im Sprint, das kannst du refinen, bring das da rein. Der Rest geht nach unten, aber wir haben ja hier eine Euro-Grenze, ne? Da geht es dann raus. Wenn du das haben möchtest, Budget oder andere Funktionen fliegen raus. Wir haben hier eine Zeitgrenze. Wenn du das haben möchtest, geht das hier nicht mehr in die Zeit. Ja, hat auch für uns einen geringen Value, ist okay, das ist wichtiger. Cool, ich habe Change Request Management live, direkt im nächsten Sprint, innerhalb der nächsten 2 Wochen, wie cool ist das denn? Kundenvorteil, massiver Kundenvorteil. Und die meckern nicht mehr. Oh, jetzt hat ja erstmal was Neues da reingeworfen und wir haben doch die Zeit und Euro. Ne, braucht man nicht mehr. Also das ist das Thema. Es geht immer darum, die Wertigkeit mit dem klarzukriegen. Was ist wirklich mein Wert dafür, den ich da brauche? Da muss ich mal eben auf die Zeit gucken, ich habe euch ja versprochen, dass ich in meiner Timebox bleibe. Nächstes Meeting. Daily Stand-Up. Viele sagen Daily Scrum. Steht, glaube ich, auch im Scrum-Backlog, aber das Daily Stand-Up trifft es eigentlich tatsächlich eher. Ich gehe mit dem Dev-Team als Scrum-Master, manchmal auch als Product, aber in der Regel als Scrum-Master, an das Taskboard. Und beantworte 3 Fragen mit denen. Jeder von denen geht ins Team. Das ist kein Controlling, das ist kein, wie ist der aktuelle Stand, das ist kein, ich möchte euch kontrollieren, sondern die sprechen miteinander, die 6. Was habe ich gestern getan, seit dem letzten Step-Up? Was werde ich heute tun? Was hindert mich daran, das zu tun? Und bei dem letzten Punkt, was hindert mich daran? Da kommt der Scrum Master ins Spiel. Das muss der beseitigen, damit der weiterarbeiten kann. Wie viele Entwickler sagen, ja, das ist total super, dass du das alles von mir willst, aber meine Möhre ist 14 Jahre alt, ich hack hier drauf rum und ich muss 1 Stunde warten, bis es kompiliert ist. Cool, dass du mir das sagst, die 2000 Euro für einen Laptop oder MacBook machen die warten echt nicht fett, wir haben hier ein großes Projekt laufen, wenn das nicht weitergeht und das stehen bleibt, verliere ich die in einem Tag. Morgen hast du dein MacBook auf dem Tisch liegen. Ich hatte sogar Leute, die mir gesagt haben, meine Maus funktioniert nicht gut, die ist total verdreckt unten. Ich sagte, weißt du was, ich gehe eine neue geben. Aber ja, das kommt tatsächlich, der ärgert sich den ganzen Tag über diese blöde Maus. Ne, ihr lacht jetzt, das ist aber tatsächlich, das ist Tag und das erlebe ich hier, das kriege ich mit, weil ich nicht in den großen Meetings nur dabei bin, sondern ich bin jeden Tag in dem kleinen Meeting dabei und er sagt, ich komme hier deswegen nicht weiter. Da kommen natürlich auch technische Sachen. Dann sagt der, ich komme deswegen, dann sagt die, ja, das ist eine Lösung für. Und dadurch, dass die so zusammenarbeiten, kriegen die ein größeres Fachwissen, ein breit gefächertes Fachwissen. Der ist der Backend-Entwickler und auf einmal hat der was von Usability gehört. Was macht der Redakteur am besten? Boah, cool, mein Backend-Entwickler hat was von Usability gehört. Der Frontend-Entwickler kann auf einmal selber in eine Datenbank mit PHP-MyAdmin reingucken und sagt, okay, hier dem Feld sowieso muss ich das füllen. Habe ich noch nie gehört, dass der Frontend-Entwickler, der wirklich nur HTML, CSS macht, der dann auf einmal noch in die Datenbank guckt. Das passiert hier live die ganze Zeit. Die werden einfach besser und breiter aufgestellt und können sich gegenseitig unterstützen. Und dadurch ist das vertikale Arbeiten dann irgendwann möglich. Tägliches Stand-up. 15 Minuten. Ende. Dann habe ich von dem gehört, der jetzt letztes in der Reihe ist, oh, der redet da vorne immer so viel, ich komme gar nicht dazu, noch was zu sagen. Ja, gehe ich als Scrum Master hin und sage, pass auf, das Team hat gefeedbackt, also sagt dem das bitte
und schlag dem vor, dass er als Letzte spricht. Dann machen die das, dann rotieren die auf einmal. Der, der immer viel Zeit in Anspruch nimmt in den Gesprächen, der sehr technisch wird, Technik gehört da nämlich eigentlich gar nicht hin, der geht als Letztes dahin. 15 Minuten Stand-up, Best Practice, macht das vor der Mittagspause. Bei uns kriegen die Leute um 12 Uhr Hunger. Ich kann nicht sagen, warum das ist, aber der grummelt der Magen. Dann hört die, die werden zur Diva, ich muss 6 Snickers verteilen in dem Moment. Wenn ihr das macht, um 11:45, wenn ist denn ab 11:45? Ich habe das immer geschafft bisher. Ich bin noch nicht einmal um 5 Minuten nach 12 erst in die Kantine gekommen. Ja. Das funktioniert. Also, wer ist denn ab 15 Minuten, bitte nicht überschreiten. So, dann haben die ihre 2 Wochen gearbeitet und ich mache es mal hier hin. Die haben ein Produkt erstellt, was funktional ist. Ich habe ja hier User Stories dran, das heißt, ich kann hier durchklicken, ich kann das benutzen. Ich kann auch sagen, ja, ich habe noch keine Suche implementiert und ja, ich habe das und x nicht implementiert, die Schnittstelle ist noch nicht dran, aber ich habe Texte, die ich auf einmal in der Suche nutzen kann oder ich habe Texte, ich kann mich anmelden, hatten ja die User Story anmelden. Ich kann mich anmelden und kann schon PDFs runterladen, weil es dann die Premium-Inhalte sein werden. Das kann der User, der Product Owner sehen. Cool, ihr habt das gemacht, was ich hier wollte. Geil. Der nimmt vielleicht auch schon mal ein oder zwei Stakeholder mit, weil er sagt, das sind die Redakteure, die es nachher anwenden. Das kann in diesen Sprint-Review mit rein. Das ist ein 2-Stunden-Meeting. Sprint-Review. Da stellt das Team das Ergebnis vor. Dieses technisch orientierte Team stellt das Ergebnis dem vor. Die werden feststellen, der sitzt da mit langem Gesicht, weil das nicht funktioniert, so wie er sich das vorstellt, weil er nicht versteht, wie er es bedienen kann. Und auf einmal kriegen die, oh, der versteht das nicht. Das sind, ich sag's euch hier, ihr wisst ja, Entwickler sind Menschen. Die merken durchaus auch was. Die sind auch empathisch, das muss man denen nicht abschreiben. Und die merken auf einmal, dass der nicht zufrieden ist. Und plötzlich haben die im nächsten Sprint die Überlegung, entweder sie sprechen mit dem, was würde dich denn da zufriedenstellen, was macht dich damit glücklich, oder sie sprechen mit dem Usability-Experten und sagen, wie können wir das denn besser machen? Das heißt, die haben da auch da wieder eine intrinsische Motivation, den glücklich zu machen. Das ist nicht der Vertrieb, der dazwischen sitzt und sagt, lieber Entwickler, der Kunde war nicht glücklich damit, der war nicht zufrieden. Boah, der Vertrieb schon wieder. Die spinnen ja wohl, was die uns immer alles aufdrücken. Und das stimmt doch sowieso alles nicht. Und der Kunde, ja, das stimmt meistens nicht, was die gesagt haben, weil die stille Postprinzip haben. Der Kunde hat es dem Entwickler gesagt, dem Vertriebler, und der Vertriebler hat es dem Entwickler gesagt, oder vielleicht dem Produkt, dem Projektmanager und dann erst dem, also ihr merkt, Kommunikation ist da einfach viel zu lang, viel zu weit. Klassisches Projektmanagement. Vertrieb darf den Kunden gerne das erste Mal ansprechen und begeistern und heiß machen. Und ab dann fliegt der Vertrieb raus. Und dann geht das Dev-Team mit dem Scrum Master hin und sagt, wie machen wir das jetzt zusammen? ich möchte meine Rolle nicht mal ganz außen vor lassen, aber weil ich meistens ein bescheidener Mensch bin, versuche ich das mal hier unten anzumachen. Der hat hier so eine Käppi auf. Das ist der Scrum Master. Was macht der in der ganzen Rolle? Der sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Das, was ich euch die ganze Zeit gesagt habe. Ganz klare Regel, das ist so und so. Wenn der die anruft und sagt, ich möchte euch noch was in den Sprint schieben, muss der dazwischen stehen. Dann muss der schon werfen und sagen, Moment mal, die dürfen dich anrufen, aber du schiebst denen nichts mehr Neues da rein. Das ist eine feste Absprache, Regel einhalten. Das macht der. Wenn der seinen Job gut macht, dann legt er die Füße hoch. Der geilste Scrum Master ist der, der entspannt auf seinem Stuhl sitzt und die Füße hochlegt. Dann funktioniert nämlich euer ganzes Konzept. Aber ich glaube auch, das System funktioniert nur, wenn der Scrum Master gut ist. Ohne Frage. Wenn der sagt, ja okay, müssen wir nochmal reinschieben, hast du recht. Natürlich, der muss ein Standing haben. Der muss sich hinstellen, der ist der Rücken, also der hält dir den Rücken frei, ne? Das ist ganz wichtig. Und dem Kunden auch dann wirklich mal sagt, so nach dem Motto, ist zwar schön, dass du jetzt ein Formular mit 25.000 Inputfeldern haben möchtest, aber es war nur Name und E-Mail-Adresse verlangen. Und dann muss man halt verschieben. Und das ist sogar dem Kunden auch gegenüber. Wenn der, das ist ganz einfach. Also wenn der das möchte, dann muss ich jetzt Scrum Master gar nichts tun. Wenn der ein größeres Formular möchte, dann sage ich, schreib mir das hier rein.
dann fliegt das unten raus, natürlich, aber du hast dann dein Formular, wenn dir das so wichtig ist, dann nimm das hier rein. Aber das muss er dem Kunden auch gegen sagen. Ich sage dann, ja, ich gucke mal, ob ich nicht da drauf. Ganz klar, ganz klar. Es gibt klare Regeln, klares Standing für alle Seiten. Für die, für den und der muss dafür sorgen, dass es eingeht. Der hat natürlich noch einen anderen Job. Ne? Der muss zu seinem Geschäftsführer hingehen und sagen, dass auch ich brauche von dir das Commitment, dass ich das alles darf. Ich habe jetzt den großen Vorteil meiner Firma, dass die da voll hinter mir stehen und dass ich die Sau rauslassen kann und allen Regeln aufdrücken kann, ob das Kunde, Dev-Team oder wer auch immer ist. Das muss man haben. Der Scrum Master ist der Kundenweisungsbefugte in dem Projekt. Mach das mal heute. Sag mal, ich darf dem Kunden anweisen, wie er zu arbeiten hat. Und eine Wenn-Dann-Regel. Wenn du das nicht machst dahin, dann schieben wir das ganz nach hinten. Dann wird dir das nicht wirklich genommen. Mach das mal mit dem Kunden. Aber ich habe das gemacht und kann euch sagen, der Kunde lernt das. Oder, ich habe das auch schon einmal gehabt, muss ich sagen, dass der Kunde dann auf die Barrikaden gegangen ist und sagt, geht überhaupt nicht, ich kann mit dem Mann nicht arbeiten. Gut, dann kannst du mit uns nicht arbeiten. Nicht in diesem Modell. Das ist nämlich alles festgeschrieben. Also es gibt ein Scrum Guide von 20 Seiten, bitte lest euch den auch nochmal durch, den gibt es in Deutsch und in Englisch. Sehr simpel, erklärt auch nur das, was ich hier aufgeschrieben habe. Aber das ist das, was regelt, das ist unser Regelwerk. Danach halten wir uns. Deswegen ist mein Job so einfach. Ja, ich muss das Standing haben. Aber ich habe das alles schwarz auf weiß gestehen, wie das funktionieren muss, was einzuhalten ist. Letztes Meeting. Eine Stunde Sprint-Retrospektive. Dann nimmt der Scrum Master daran teil, dann nimmt das Dev-Team teil. Da können alle sagen, was ist in dem Sprint nicht so gut gelaufen an Zusammenarbeit. Nicht an fachlicher Natur, sondern was hat in der Zusammenarbeit nicht geklappt, in der Kommunikation nicht geklappt, wo gab es Probleme. In der Retrospektive bringt jeder zwei Punkte vor, die wirklich da nicht geklappt haben. Und dann einigen wir uns im Team auf zwei Themen. Bitte nicht mehr. Manche Scrum Master sagen sogar nur eins. Was wir im nächsten Sprint besser machen. Es geht in dem Thema immer dazu, Transparenz zu schaffen, zu analysieren und zu adaptieren. Das heißt, ich nehme das wahr, das haben wir nicht gut gemacht, wir machen das im nächsten Sprint besser. Viele Entwickler kommen in das erste Retrospektive, habe ich gesehen, 40 Punkte, was ist nicht gut gelaufen, was muss besser laufen. Ich sage, wirklich? 40 Punkte sollen wir jetzt im nächsten Sprint besser machen? Dann machen wir nicht ein. Dann wirst du nicht einmachen. Wir können uns darauf nicht committen, das funktioniert einfach nicht. Deswegen ein bis zwei Punkte rausarbeiten, die im nächsten Sprint besser gemacht werden. Ich mache das meistens so durch ein kleines Bildchen und dazu male, was müssen wir besser machen. Ich hefte das an das Taskboard oben, hier im Sprint-Backlog. Bitte denk daran, das wollten wir besser machen in diesem Sprint. Und dann geht das in die Köpfe über, weil sich alle darauf committed haben. Hast du mal ein Beispiel? Ich habe mein Beispiel, das auf mich direkt mit einbezieht. Die Leute im Dev-Team haben gesagt, der Scrum Master ist zu oft im Raum. Das würde sie ablenken, da könnten sie nicht ordentlich arbeiten. Ich habe gesagt, okay, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass ihr meine Hilfe braucht, aber wenn ihr das gut könnt, dann nehme ich das gerne auf. Ist das Commitment, seht ihr das alle so, dass ich euch mehr abgelenkt habe davon, von eurer Arbeit, von eurem Fokus, dann gehe ich raus und wenn ihr mich braucht, ich bin da, ruft mich, ich bin immer an der Stelle für euch da. Ich komme jetzt standardmäßig nur noch die 15 Minuten in den Raum. Kam von denen tatsächlich so. Aus der Literatur geht hervor, dass der Scrum Master meistens anwesend sein sollte im Raum und immer das mit aufnehmen sollte, wie der Flair ist, ob man schon direkt was anpassen kann. Wollten die nicht. Habe ich für mich aufgenommen. Habe ich gesagt, das ist okay. In der Literatur heißt das, der sitzt dann dabei, während ich als Entwickler auch dann... Also der sitzt im gleichen Raum. In dem Raum dabei. Weil er die Kommunikation damit kriegt und dann kann der Scrum Master in dem Moment über wertschätzendes Feedback gesprochen. Das ist nämlich zum Beispiel auch so ein Thema. Der Backend-Entwickler sitzt immer da, oder das war ein Thema, das wirklich klar rausgekommen ist. Der sagte, das ist scheiße. Da muss ich als Scrum Master hingehen, okay, wertschätzend. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Was hast du wahrgenommen? Die Webseite, das Design ist nicht so glücklich, weil das mobil nicht funktioniert. Was sind die Konsequenzen? Ja, der User kann das mobil nicht nutzen. Das heißt, wir können das gar nicht so einbauen. Das, was der Designer da gemacht hat, funktioniert mobil nicht. Okay, was ist dein Wunsch? Ja, ich möchte, dass der Designer zukünftig darauf achtet, Mobile First entwickelt. Kennt jeder mal, brauche ich nicht erklären. Ist ja da habe ich noch ein Problem, habe ich nicht so gelernt. Dann geht das Scrum Master hin und sagt, das ist gar kein Thema. Das könnt ihr beibringen. Wir machen eine Schulung nächste Woche, fährst du zu GFU nach Köln, machst eine Schulung dazu und dann gucken wir, wie wir da weiterkommen.
der hat ja auch schon eine Vorstellung, der hilft dir dabei. Wenn du wieder nach Hause kommst, dann macht ihr gemeinsam ein Commitment und überlegt, wie kann das funktionieren. Das war dann meine Aufgabe in dem Moment, das klarzustellen und auszuarbeiten. Kann der Scrum Master auch ein Dev Team gründen als Mitglied quasi? Nein, das funktioniert nicht. Es gibt manche, die auch die Regeln tauschen. Auch so, oftmals höre ich auch Scrum Master, PO kann das einer sein. Der Scrum Master kann dem höchstens ein bisschen helfen, dass, wie das in dem Regelwerk funktioniert. Aber der kann niemals auch der PO sein. Genauso wenig, wie er im Dev-Team sitzen kann. Man wünscht sich das immer. Man wünscht sich im Team jemanden, der den Hut auf hat und der was sagt, aber der hat gar nicht den Hut auf, was die fachliche Entwicklung angeht, sondern hat nur den Hut auf, was das Framework angeht. Und diese Kompetenzen auszuarbeiten, klar zu haben, ihr seid diejenigen, die wissen, wie es fachlich am besten geht. Und ich gehe auch zu meinem Geschäftsführer und sage, du hast da überhaupt nichts zu sagen. Die haben zu entscheiden, was das technisch Sinnvolle ist. Und wenn ihr nachher vom Kunden hört, unsere Webseite funktioniert mobil nicht, Google findet unsere Seiten nicht, weil in der Entwicklung irgendwas eingebunden ist, was dafür sorgt, dass für Google schwarz ist. Guck mal hier, ich habe hier eine Seite aufgerufen, Google Crawler, so sieht Google unsere Seite, schwarzer Bildschirm. Das ist Gott sei Dank bei uns seit vielen, vielen Jahren raus, aber das hatten wir mal. Das müssen die machen. Das ist deren Aufgabe, für qualitativ hochwertige Sachen zu sorgen. Das wollen die ja auch. Kein Entwickler setzt sich hin und sagt, ich möchte irgendeinen Scheiß machen, nur damit es abgegeben ist. Und jetzt hat er auf einmal die Zeit dazu bekommen, weil er selber entschieden hat, wie viel Zeit er dafür braucht, um das hier abzugeben. Wenn der Product Owner in dem Sprint Planning sagt, das reicht mir nicht, das ist nicht genug, dann muss ich sagen, okay, das ist aber das, was wir planen können in die Zeit. Wenn dir das nicht reicht, dann musst du vielleicht mit einer anderen Agentur arbeiten, die das schneller macht. Ein Kunde von uns hat das auch in den letzten 3 Jahren mal gemacht. Der ist nach 3 Monaten wieder da gewesen mit einem Haufen Scherben. Er hat gesagt, okay, die haben mir das versprochen, aber nicht gehalten. Und ich glaube, das kennt jeder, dass Kunden weggehen und sagen, machen wir das für schneller, Freelancer-Angebote oder kleinere Agenturen oder eine Agentur aus Weißrussland, die 3 Leute da beschäftigt, die das schneller runterschreiben. Das gibt's alles. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht alles seine Daseinsberechtigung hat. Aber wenn der Kunde hingeht mit einem komplexen Projekt und sagt, ich lasse das entwickeln mit 3 Leuten in Weißrussland und 3 Leute hier und es gibt keinen Scrum Master, kein Protocol, es gibt dieses Thema hier nicht, dann muss ich dem Kunden sagen, geh, wir gehen in Frieden, es ist völlig in Ordnung, wir haben immer das Commitment gehabt, die 2 Wochen machen wir, wenn du da zustimmst, werden die nachher bezahlt, wenn nicht, dann nicht. Es gibt sogar noch härtere Agenturen, Zeitgeist aus Hamburg, die sagen, wir machen die 2 Wochen und danach bezahlt er uns. Die gehen die 2 Wochen immer in Vorleistung. Und der sagt, in 99% der Fälle zahlen die Leute das, das ist auch wieder ein Motivationsthema. Der sagt, ich kriege was und dann darf ich entscheiden, ob ich das bezahle. Ja, wenn du das aber nicht bezahlst, dann arbeiten wir nicht mit mir zusammen. Und dann sagt er, okay, ich habe die Entscheidung. Also es geht noch weiter, dieses ganze Thema kann noch aufgeweicht werden. Ja. Ich habe noch eine Frage zu dieser Retrospektive. Du sagtest, dass jeder 2 Kritikpunkte äußert. Die im wichtigsten. Auch da wieder genau. Immer Prioritäten. Ja. Ja. Aber kommen von jedem die beiden rein oder einigen sich dann hinterher auf, was weiß ich, 2, 4 Commitments? Ich verlange tatsächlich in den Runden von jedem das, damit, weil ich das Schweigen unterbrechen möchte. Es gibt dann immer die Leute, die es einfach nur mitmachen. Das möchte ich dann in der Runde, wenn es intern ist, unterbrechen. Das heißt, ich verlange das von jedem, dass er 2 Punkte reinbringt. Ja, aber dann committen die sich ja für den nächsten Sprint auf alle diese Punkte? Auf 2. Insgesamt für das ganze Team 2 Punkte. Ah, okay, genau. 2 Punkte. Ja. Okay. Da kommen auch oftmals doppelte Sachen bei raus. Und okay. Ich kann euch sagen, dass wir sind, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Sprint mittlerweile, aber die Sachen funktionieren auf einmal. Ich habe auch schon mal einen von diesen Punkten gesagt, okay, pass mal auf, jetzt schieben wir weiter, wissen alle, dass das nicht gut geklappt hat. Aber im Großen entwickelt sich das Team menschlich, sozial kompetent weiter. Das ist das, was hier raus hervorgeht. Die Arbeitsweisen werden besser, Prozesse, Workflows werden besser. Aber, ich sage euch auch sofort, wenn ihr mit Scrum anfangt, ihr werdet einen Scherbenhaufen haben, ihr werdet ganz viele Konfliktthemen haben, weil auf einmal alles transparent ist. Der Entwickler sieht auf einmal sofort, wird auf einmal sofort vor Augen geführt, dass seine Funktionen nicht laufen. Der Frontend-Designer sieht, oh, habe ich designt, aber das geht technisch überhaupt nicht, das kann der niemals umsetzen. Die Sachen kommen einfach sofort und nicht erst am Ende. Ganz kurz zum Abschluss, damit ihr die 3-5-3-Themen habt. Wir haben 3 Rollen, Scrum Master, Product Owner, Development Team. Wir haben 5 Meetings, das ist das Sprint Planning,
was ich genannt habe vorhin, das würde hier immer am Start von einem Sprint stehen, Sprint Planning. Wir haben den Sprint selber, wir haben das Daily Stand-Up, Sprint Review und Retrospektive und wir haben drei Artefakte. Backlog, Sprint Backlog und Produktinkrement. Das ist übrigens immer das Produkt aus diesem Zwei-Wochen-Sprint plus dem davor hergegangenen. Wenn hier auf einmal dann die Suche nicht mehr funktioniert, die vor drei Sprints gemacht wurde, dann gehört das dazu. Das muss hier auch mit funktionieren. Also nicht nur, dass die sagen, wir haben hier alle Sachen gemacht, die Suche funktioniert, ja gut, war jetzt auch nicht Teil des Sprints, ist das nicht. Das ist immer die Suche aus den Sprints vorweg. Ja, ihr lacht. So, ich habe meine Timebox gerade eben so gerissen. Leitet das als Scrum Master nur ein Team oder kann man es auch mehrere dann auswählen? Ich habe aktuell drei. ich sage, das ist krass. Ich habe zusätzlich auch bei uns im Haus noch die Personalverantwortung. Das ist eine harte Nummer. Drei Teams, also zwei Teams, glaube ich, ist für jeden Scrum Master gut handelbar, der sich ein bisschen eingearbeitet hat, aber anfangen auf jeden Fall mit maximal einem Team. Und das muss der Vollzeit dürfen für die Zeit, weil der immer wieder sich selbst reflektieren muss in dem Moment und sagen muss, okay, da muss ich eine härtere Linie fahren, da muss ich klarer kommunizieren. Anfangen mit einem, zwei ist immer möglich, drei sicherlich für einen sehr guten. Ich habe mal einen Scrum Master gehabt, der war die Bombe, der hat fünf Teams geleitet, aber der hat auch 7 Tage die Woche 20 Stunden gearbeitet. Und das ist nicht Ziel dessen, sondern wir reden immer von 40 Stunden, also ich rede von 40 Stunden Woche für alle Beteiligten. Nachhaltigkeit. Ich fange ja immer mit dem Nächsten an. Ich will hier keinen verbrennen. Ne? Nachhaltigkeit. 40 Stunden und das immer wieder konzentriert, fokussiert arbeiten. Ich hoffe, ich konnte einen Einblick verschaffen. Ich mache noch ein bisschen bunt, damit es so ein bisschen schöner aussieht. Dann könnt ihr gleich noch ein Foto machen.